Hallo? Ich zeichne das Video auf, weil ich mitten in der 42-tägigen Preußkur bin. Ich habe den Tag Nummer 27, so ab morgen Nummer 14 Tage. Ich drehe das Video, weil ich sehr wenig gefunden habe auf YouTube. Mehr noch auf Pinterest, interessanterweise. Ich habe die Preußkur gestartet. Mit dem kleinen Büchlein von Preuß, Ratschläge zur Vorbeugung und Behandlung vieler Krankheiten. Er spricht da auch über Rheuma und berichtet auch von Patienten, die bereits geheilt sind. Entschuldigung, ich habe Schulterschmerzen. Ich habe mir auch gekauft, was wahnsinnig hilfreich ist, das Buch von Jürgen Thoma. Das war es, mein Abschied von Krebs via Preußkur. Extrem hilfreich. Er hat die Ds hinten noch einmal beschrieben, wie sie sich zusammensetzen, wie sie zubereitet werden. Er schreibt auch von der Zwiebelsuppenbrühe, die extrem hilfreich ist, weil sie ein bisschen Kraft gibt, und einen anderen Geschmack auf die Zunge bringt, außer diese Süße vom roten Rübensaft oder von den Weißdorntropfen. Er spricht auch darüber, dass man Schmerzmittel nehmen darf. Ich glaube, ich brauche jetzt gleich eins. Ich habe blöderweise auch eine Beinvenenthrombose und auch am Arm von der Chemotherapie etwas Thrombotisches und das ist einfach wahnsinnig schmerzhaft. Dazu kommen auch natürlich, dass man ein bisschen Nierenschmerzen kriegt, gelegentlich oder heftigere. Und auch sonst, wenn sich der Tumor löst, ist es irgendwie schmerzhaft. Es steht in dem Büchern auch drinnen, dass man nehmen darf. Weißdorntropfen, die sind gut für den Kreislauf. Ich habe die von Grate Gut, die empfinde ich als sehr, 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 sehr süß. Vielleicht gibt es andere, von der Wirkung her kann ich sie empfehlen, weil sie für den Kreislauf wirklich viel tun. Ich habe noch etwas gefunden, was sehr hilfreich ist, und zwar den Sauerkrautsaft in diesem Büchlein. Der Sauerkrautsaft wirkt verdauungsfördernd. Das ist auch sehr hilfreich, dann kann man sich diese Einlaufgeschichte sparen. Wo habe ich eingekauft? Ich habe eingekauft im Preuß Dorn Shop. Dort habe ich den roten Rübensaft in der Kombination von Preuß von der Firma Biotta gekauft. Meine liebe Schwester presst ihn zwar frisch in Bio-Qualität, aber manchmal braucht man auch den anderen. Geliefert wurden mir aus dem Preuß Dorn Shop die Tees mit so kleinen Anleitungen dabei. Finde ich sehr hilfreich auch. Also die Tees kommen in so kleinen Säckchen, sind beschriftet und so weiter, sodass man gut damit arbeiten kann. Zusätzlich zu den Tees und zum roten Rübensaft habe ich mir noch gekauft den Guarani Robertani. Diesen Tee braucht man noch, den habe ich über Amazon bezogen, ebenso wie die Ringelblumenblüten, die man auch als Tee zubereitet. Ich merke, ich habe einen wahnsinnigen Durst die ganze Zeit, auch in der Nacht. Ich brauche in der Nacht Tee, man soll kein Wasser trinken, sondern nur die Tees und den roten Rübensaft. Deswegen mache ich mir am Abend noch einmal meinen Lieblingstee. Der Nierentee war eigentlich mein Nierentee, aber ich bin auf Tag 27 und bis zum 21, zum Tag 21 trinkt mein Nierentee dann nicht mehr. Und deshalb ist mein nächster Lieblingstee ist dieser Salbei und noch etliches anderes Tee. Den bereitet man mit 2 Tassen Wasser zu. Und deswegen habe ich über Nacht den in der Kanne. Und wann immer ich aufwache und merke, ich habe einen total trockenen Mund, dann trinke ich den. Ja, Kreislauf muss ich sagen, und von der Kraft her bin ich zwischenzeitlich extrem schwach. Also ich kann heute das Video machen. Ich versuche es eigentlich schon seit Tagen. Es ist mir nicht gelungen. Ich komme in der Früh kaum aus dem Bett. Es ist wirklich anstrengend. Geht aber dann tagsüber wieder. Und natürlich macht das Fasten auch was mit dem Geist. Generell muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich austherapiert bin.
Es ist richtig ein Geschenk. Ich hätte mich nicht gewagt. Ich hätte nicht gewagt, der Schulmedizin zu widersprechen, obwohl mir das Angebot an Chemotherapie zu sterben oder an Krebs nie ausreichend war, muss ich sagen. Und Boris bittet Heilung. Und das ist ein Geschenk. Also man muss sagen, es ist wirklich ein Geschenk. Und die Übelkeit und der Schwindel, und das ist nichts gegen eine Chemotherapie. Also und aufzuhören, so wahnsinnig viel Medikamente in sich hineinzustopfen, ist einfach auch ein Geschenk. Ja. Also was brauche ich? Ich nehme gelegentlich eine Novalgin. Ich nehme auch weiter die Blutverdünner, weil ich diese Thrombose habe. Ich möchte nicht wieder eine haben. Ich möchte auch keine Lungenembolie mehr, die hatte ich auch. Ja. Also ich bewege mich schon Richtung Nummer 14 Tage, ab morgen Nummer 14 Tage. Und es ist, muss ich sagen, echt total aufbauend. Ich mache es gerne, auch wenn es extrem anstrengend ist, aber die Thromboseschmerzen lassen schon nach. Und ich bin einfach nur froh darüber, gestartet zu haben und eine Chance auf Leben zu haben. Und ich traue mich natürlich, das niemandem zu empfehlen. Aber ich möchte eines sagen, keine Angst. Man schafft das. Man schafft das wirklich. Also gelegentlich habe ich Hunger, aber ich schaue auch wahnsinnig gern Kochsendungen. Es ist ja sowieso verrückt, weil ich bin ja obendrein Veganerin und die bereiten da permanent Schnitzel zu und solche Sachen. Egal. Jedenfalls, ich werde mich wieder melden. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Solltet ihr Fragen haben, bitte schreibt es unten hin. Ich versuche das zu beantworten. Ja. Alles Gute.